Der einzige Grund, hier zu sein, ist Leben zu retten. Und Wien ist dafür einzigartig geeignet. Der Liveball. Auf der einen Seite überbordende Ausgelassenheit und Freude. Auf der anderen Seite ein bitterer Abschied. Puh, das ist schwer. Der Gerry Kessler bei der Eröffnung des 23. Liveballs zu Tränen rührte. Und ich habe mir nie gedacht, dass ich am Liveball 2015 wieder einen Ball einem Freund widmen muss. Der Horstler ist vor 2 Wochen beerdigt worden und plötzlich holen mich Bilder aus den 90er Jahren ein. Ich war 20 Jahre alt und habe mich selbst infiziert. Ich war einer der allerersten in Österreich und ich weiß nicht, warum ich hier stehe, so gesund, habe so viele Freunde verloren. Der denkwürdige Abend begann mit einer Charity-Auktion in der Wiener Hofburg. Am Ehrentisch von Hausherrn Heinz Fischer, Celebrities wie Oscar-Preisträgerin Charlize Theron und ihr Herzensmensch Sean Penn. Den kenne ich weniger. Kommen Sie mit ihm überhaupt zum Reden? Ja, er redet mit meiner Frau und ich rede mit seiner Begleiterin. Die sich im Kampf gegen HIV/AIDS in ihrer Heimat Südafrika einsetzt. Der Liveball hat mittlerweile weltweit ein unvergleichliches Ansehen. Auch Debütantinnen tummelten sich am Red Carpet. Ich bin gespannt auf den Abend und das Thema Gold war schwer umzusetzen. Vor allen Dingen, wenn ich die Kostüme sehe, bin ich froh, dass ich nur das Kleid genommen habe. Publikumsliebling des Abends, eine leicht veränderte Conchita Wurst. Das ist das Tolle, wenn man Perücken trägt. Ne? Man kann die ja in der Sekunde wechseln. Und ich hatte vorher noch langes Haar und jetzt habe ich mich für den kurzen Bob entschieden. Das Leben kann so einfach sein. Selbst entworfen, dieses Kleid? Nein, das ist Jean-Paul Gaultier Couture. Der französische Star-Designer zeichnete für die Fashion-Show verantwortlich und ließ sich standesgemäß in einer selbst designten Karosse vorfahren. Mit ein paar weniger PS ausgestattet, aber ebenso auffällig, kam dieses Gefährt zur Geltung. Wir sind aus München angereist. In einem Auto haben wir alles einpackt und sogar noch einen Kerl dazu. Heute wollen wir alle ein Zeichen setzen und da bin ich als Helios mit meinem Strahl der Erkenntnis gefragt. Wir wollen einfach mehr Aufklärung, ein besseres Wissen über AIDS, damit wir alle einfach besser leben können. Wird das eine lange Nacht heute für Sie? Long Party? Das hoffe ich doch. Naja, wir müssen morgen wieder arbeiten. Sie tragen aber eine tolle Brille. Mein Appell ist, haben wir Respekt voreinander und unseren Unterschiedlichkeiten. Und jetzt? Party. Let's have a party. Happy Liveball!